Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Video zum Thema Pyelonephritis oder auch Nierenbeckenentzündung. An dieser Stelle möchte ich gleich auf eines unserer vorangegangenen Videos verweisen, nämlich zum Thema Harnwegsinfekt. Denn eine Pyelonephritis wird häufig durch einen Harnwegsinfekt verursacht. Es handelt sich dabei um eine chronische oder auch akute Entzündung des Nierenbeckens. Sie kann einseitig oder beidseitig auftreten, wobei die einseitige Form häufiger auftritt. Aufgrund der guten Durchblutung der Nieren kann es zur Streuung der Erreger ins Blut kommen. Dies nennt man dann Urosepsis und sie ist lebensbedrohlich. Bei Durchbruch der Entzündung durch die Nierenkapsel bildet sich oft ein perinephritischer Abszess. Diese Abszesse müssen punktiert oder chirurgisch saniert werden. Zu Beginn der Erkrankung ist die Abgrenzung zu Wirbelsäulenproblemen oft sehr schwierig. Denn es zeigen sich Schmerzen, vor allem ein Flankenschmerz in der Lendenwirbelsäulengegend und Fieber, meist über 38 Grad. Schwere Infektionen mit systemischen Begleiterscheinungen kommen auch vor. Das wären dann zum Beispiel Übelkeit, Erbrechen und auch ein instabiler Kreislauf. Bei der Diagnostik geht der Arzt wie folgt vor. Es sollte zuerst eine Überprüfung der Wirbelsäule erfolgen. Das Nierenlager sollte auf Klopfempfindlichkeit überprüft werden und im Labor kann man CRB, Blutbild und Blutsenkung begutachten. Im Harnstreifen wird man vor allem erhöhte Leukozyten, Erythrozyten und Nitrit feststellen. Und zum Ausschluss von komplizierenden Faktoren sollte man einen Ultraschall durchführen. Hier würde man typische Zysten an der Niere sehen. Eine Wandverdickung würde dann für einen Nierenabszess sprechen. Hier ist eine weitere Abklärung mit einem CT notwendig. Bestätigt sich die Diagnose eines Nierenabszesses? Dann kann man Nierenabszesse, die kleiner als 2 cm sind, mit konservativer Therapie, also Antibiotika, behandeln. Hier käme zum Beispiel Ciprofloxacin in Frage. Abszesse, die jedoch größer sind, bedarfen einer Spitalseinweisung. Hier sollte der Abszess mit einer Drainage behandelt werden und eine weitere Antibiotikatherapie stattfinden. Der Abszess kann nämlich zu wandern beginnen, zum Beispiel in Richtung des Muskels der unteren Wirbelsäule. Das kann dann zu Schmerzen bei der Bewegung führen. Bei einer unkomplizierten Pyelonephritis sieht die Therapie wie folgt aus. Der Patient sollte viel trinken. Symptomatische Schmerzbehandlung kann mit Ibuprofen stattfinden und bei mittelschweren Verläufen sollte man orale Antibiotika wie zum Beispiel Ceftobiprofen, Ceftibuten, Ciprofloxacin und Levofloxacin einsetzen. Bei schweren Infektionen mit systemischen Begleiterscheinungen, wie zum Beispiel Übelkeit, Erbrechen und einem instabilen Kreislauf, bedarf es zu Beginn einer hohen Dosis von parenteralen Antibiotika. Dies wird meistens im Krankenhaus verabreicht. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Pyelonephritis gekennzeichnet ist durch einen Flankenschmerz, einem klopfschmerzhaften Nierenlager und meistens Fieber über 38 Grad. Man sollte möglichst rasch mit einer Antibiotikatherapie beginnen. Nierenabszesse bis 2 cm Durchmesser werden meistens konservativ behandelt. Bei größeren Abszessen oder Komplikationen, also wenn zum Beispiel der Abszess wandert, ist eine chirurgische Sanierung mittels Drainage indiziert. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal.